Hallo und herzlich willkommen zu Folge 191 von Elex. Heute kümmern wir uns um die Gegner hier unterm Konverter. Lass uns mal ganz vorsichtig fallen. Ich glaube, da unten ist. Was ist denn das? Was könnte das sein? Das ist hier auf jeden Fall eine Schneeklaue und ein Patron. Ist das richtig? Uiuiui, mach mal langsam, Kleiner. Aua! Aua! Ich habe gerade gar nicht damit gerechnet, dass ich eigentlich die Fernkampfwaffe draußen hatte. Deswegen war ich gerade ein bisschen verpeilt. Diesen Patron. Übrigens, ich hatte ja vor, ich glaube, es war vor 40 Folgen oder so, circa ungefähr. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Vor 40 Folgen. Vor 40 Folgen waren wir mal in Ignadon bei diesem mit der Kreuzung. Ich glaube, die Gegend hieß einfach nur der Krater. Und da bin ich gestorben. Ja. Und bei dieser Kratergegend, da waren ja ein Haufen Wohnhäuser, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und da war ein Haus, da war Kram drin, aber ich habe den Eingang nicht gefunden. Ja, und ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe den Eingang gefunden. Das heißt, wenn wir hier mit den Kollegen fertig sind vom ARX, dann werden wir auf jeden Fall. Ach ja, Munition ist ja alle. Dann werden wir auf jeden Fall. Oh, da kommt Kaya einfach mal runtergesprungen. Und erstmal voll daneben gesammelt. Ich übe das jetzt. Zack. Auf jeden Fall, ja, was ich sagen wollte, dieses eine Haus, wo Kram drin war, wo wir nicht rein konnten, da komme ich jetzt rein. Ich weiß, wo es reingeht, habe mich, wie gesagt, zur Genüge informiert und das hat ja wenig Aussicht auf Erfolg. Egal, mit Kaya wird es kommen, bis der da ist, ist er tot. Das geht sowas von in die Hose. Ein Abgang, du Kameraden, Schwein. Stirb, 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 stirb. Das war knapper, als es sein sollte oder musste. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal primär natürlich noch vor den Dingen zu klatschen. Den Bartok Caesar, ne? Den Alpkommandant. Der muss auf jeden Fall noch drauf gehen. Und ich bin auch am Überlegen, ob wir diese Großoffensive machen sollten, beziehungsweise ob die denn überhaupt möglich ist, ne? Es könnte aber sein, dass sie möglich ist. Dann würde ich die quasi noch vor der Fraktionsentscheidung erledigen. Aber wie gesagt, ich kann euch schon mal so viel erzählen. Da muss man Entscheidungen treffen während dieser Großoffensive mit dem. War doch Ulbricht, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall während dieser Großoffensive muss man Entscheidungen treffen und das kann halt passieren, dass. Ja, Charaktere sterben werden. Ich würde jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Habe mich, wie gesagt, schon mal ein bisschen informiert. Aber leider nicht gut genug, um quasi die richtigen Entscheidungen zu treffen, was ich eigentlich vorhab. Also, wenn, dann will ich, dass möglichst wenige draufgehen. Da bereite ich mich natürlich dementsprechend noch ein bisschen drauf vor. So, aber jetzt heißt es erstmal hier vorne raus und dann links den Berg hinauf, ne? Genau. So, ah, genau. Bisschen Punkte haben wir auch noch über. Die können wir bei Gelegenheit dann auch alle noch einsetzen. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, ach komm, Kaya. Hier eilt gar nichts. Wir haben ja alles platt gemacht. So. Jetzt dem Weg folgen, ne? Also, wir könnten auch direkt hoch, aber ich würde mal lieber gerne dem Weg folgen. Vor allem, weil da vorne noch ein Gebäude ist und ich mir nicht sicher war. Oder bin, ob wir da schon waren oder nicht. Was haben wir denn da unten, Kamerad? Ist das ein Stalker oder ein Nachtschatten oder wie die Kameraden heißen? Das ist ein Nachtschatten. Für uns ein Stück Scheiße. Ich muss gerade sagen, das mit der Combo habe ich gerade eben ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Da war ein kleiner Delay, der hätte nicht sein dürfen bei der Combo und dann, ja, verkorkst. Habe aber gerade einen Haufen roter Punkte auf dem Radar gesehen. Das heißt, wenn wir dann da oben bei dem Gebäude sind, also wenn wir jetzt quasi hier rechts gehen, die Straße entlang, wahrscheinlich werden wir wieder eine ganze Menge Mutanten antreffen oder sowas. Ist halt die Frage, waren wir da schon oder habe ich das irgendwie verpasst? Ui, guck mal da, ein Tunnel. Warte mal, okay, der ist, glaube ich, eingestürzt, oder? Das sieht sehr wohl danach aus. Und da ist auch der andere, da ist dann auch der Ausgang von dem Tunnel, ne? Also quasi der andere Eingang. Da waren wir schon mal, wenn ihr euch erinnert.
Allerdings war der auf der anderen Seite auch verschüttet, weswegen das jetzt alles Sinn macht. Ich dachte nämlich ursprünglich, als ich das erste Mal hier auf die Karte geschaut habe, dachte ich einfach, oh, da ist vielleicht ein dicker Tunnel und da geht es dann richtig ab da drin, aber dem scheint nicht so. Halte mal, Waldemar, das sind doch... Das sind keine Mutanten. Das sind die Drecksau-Kameraden persönlich. Schon peinlich, ne? Arbeitsbericht haben wir erhalten. So macht das mit dem Fernkampf allerdings echt Bock, muss ich zugeben. Uah! Was das früher wohl mal war? Ich dachte gerade für einen Moment, dass ich da gleich drauf gehe. Oh. Feuergefecht. Es geht los. Ah, nicht getroffen. Jetzt aber. Der letzte kommt hier um die Ecke. Was ist eine Ratte? Noch eine Ratte. Wow. Uiuiui. Also der hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber egal. Er hat ja nichtsdestotrotz versagt. Man muss echt sagen, also der Fernkampf ist sehr gemütlich. Also wenn wir natürlich eine gute Waffe haben. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Übrigens, ich habe mir auch überlegt, dass wir, da es ja möglich ist, bei Gelegenheit, also wenn es wirklich viel zu simpel werden sollte, der Kampf, da sind die Schwierigkeiten ein bisschen hochschraub. Denn, wie gesagt, wir werden ja unweigerlich einen Haufen Level aufsteigen. Und wie gesagt, im Endgame wird das Spiel auch dementsprechend leichter, also uns auch leichter fallen. Und da habe ich mir überlegt, dass man vielleicht die Schwierigkeit ein bisschen anheben könnte. Ja, gerade wenn wir dann später quasi im Endkampf den Gegner irgendwie One-Hit umlegen, das wäre ja irgendwie ein bisschen lahm. Ne? Also beziehungsweise wir kommen jetzt schon mit den meisten Viechern, also auch mit den ganz dicken im Nahkampf, klar. Der Punkt ist, das will ich auch noch ein bisschen genießen. Aber sollten wir die wirklich komplett aus dem Leben robben, dann werde ich den Schwierigkeitsgrad auch etwas erhöhen oder unseren Schaden runternehmen oder sonst was. Nur schon mal im Vorfeld. Foto 2. Wollte ich mir nochmal kurz anschauen, damit das, das Ausrufezeichen weggeht. Also können wir, glaube ich, auch mal ein bisschen warten. Müssen wir uns gar nicht unbedingt anschauen, aber wir haben noch ein paar andere Schriftstücke wieder. Zum einen nämlich einen Bericht und zum anderen Tagebuch eines Einsiedlers. Ist das der von eben oder was? Dieser Ausblick ist wirklich spektakulär. Ganz besser breitet sich vor meinen Augen aus. Hier oben könnte man meinen, dass diese Welt so friedlich ist, wie man das von der alten behauptet. Also die alte Welt war nicht so friedlich, gell? Also nur so nebenbei bemerkt. Was gehen mich die Fraktionen an? Sie haben noch nie etwas für mich getan. Jetzt heißt es nur ich und meine Bücher. Alps. Kein Zweifel. Waschechte Alps. Zum Glück habe ich sie zufällig in der Ferne entdeckt. Jetzt sitze ich hier in den alten Rohren fest. Bei Nacht haue ich ab. Schade um mein ganzes Zeug. Wurde von den Berserkern hier in einer kleinen Hütte aufgenommen. Hab nichts dagegen, werde aber bald weiterziehen. Sie sind völlig verrückt geworden. Wollen die Alps angreifen? Niemand greift einfach die Alps an. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt. Gleichzeitig habe ich noch nie so erstaunliche Krieger gesehen. Die Berserker haben den Alps doch glatt die Stirn geboten. Zwei von ihnen haben sie erledigt und dann haben sie die Alps zurückgezogen. Sie haben die weißen Magier in die Flucht geschlagen. Oh, das war, glaube ich, der Typ, wisst ihr noch? Was für, der werden noch damals vor... Boah, das ist gar nicht so viel Folgen her. Da haben wir doch mal eine Hütte gefunden. Ich glaube, das war einer besser. Oder war das einer besser? Da waren auf jeden Fall tote Berserker und zwei tote Alps. Kann sein, dass das noch ein Dokument über dieses Ereignis darstellt. Und das habe ich einfach übersehen. So, wir haben jetzt aber noch einen Haufen anderer Kram. Oder sind das Dinge, die man öfters aufsammeln kann? Diese Befehlsliste oder was das war? Ah, ne, da, Arbeitsbericht. Arbeitsbericht eines Alps in Abessa. 15560. Suche nach Basis erfolgreich. Vor kurzem hat hier noch jemand gelebt. Kein Lebenszeichen. Zwei Wachen für die erste Schicht eingeteilt.
16., 5. wahrscheinlich, im Jahre 160 oder so, kann ich mir vorstellen. Angriff einiger Berserker in der Nacht, Verfolgung der Angreifer, Rückzug, ihre Kampfkraft unterschätzt, Verlust von zwei Soldaten, zu hohes Risiko. 17.05.160, neuer Plan, Gegenangriff in der Nacht, leise Eliminierung der Wache, keine Überlebenden, Mission wieder aufgenommen. Okay, dann haben wir jetzt noch irgendwas gefunden. Genau, abgegriffener Gedichtband. Das war das, was wir hier gefunden haben. O du meine Liebe, was? O du meine liebe Minne, wenn ich dich sehe, glaube ich, ich spinne. Siehst du dich vor mir aus, sehe ich mit Graus, an dir ist gar nichts dran, zieh dich bloß wieder an. Ah, herrlich. Welch lyrische Kunst. Ein Geldbündel. Haben wir oben noch irgendwas? Hier musst du doch. Ah, geh doch. Erstmal ein Rezept für eine wärmende Suppe. Aber es war klar, dass hier ein Tresor ist. Der nicht mal abgeschlossen ist. Okay. Sage ich nichts gegen. Aber ich wollte gerade sagen, also hier musste einfach ein Tresor sein, beziehungsweise eine Truhe. In dem Fall ein Tresor. Und der war sogar offen. So war es aber auch. So, ich würde sagen, den Laden haben wir jetzt hier auch aufgeräumt. Sehe ich das richtig? Aber immer noch ein paar Gegner außenrum. Da könnte ein Tunnel sein, wo man rein könnte, oder? Ups, geht's hier oben irgendwo wieder raus? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Vielleicht war es auch der dritte Zugang zu dem Scheiß-Tunnel. Oder da ist gar kein Tunnel. Wir müssen es wohl herausfinden. Aber es ist halt eben ein bisschen neblig gerade. Es ist ja ein bisschen beschissen. Oh, die ganz lieben Kameraden. Blutkrallen. Wie gesagt, wir werden demnächst skillen, dass sie uns in Ruhe lassen, weil das kann sich ja langsam keiner mehr antun. So. Aha. Der Drecksviecher. Gar nicht gut. Zum Glück ist hier ein bisschen die das Wetter besser. Also es kann auch einfach nur sein, dass das halt zwangsweise von Xarkor kommt oder in der Nähe von Xarkor, dass man einfach irgendwie eine geringere Sicht hat. So scheint es zumindest. Übrigens ist hier gähnende Leere. Hier geht's auch nicht weiter rein. Aber immerhin sieht man etwas Elixier da hinten. Oder guck mal da doch rein? Ein Elixier? Aber doch nicht. Aber man kommt hier nicht rein. Ne. Da kann man versuchen, was man will. Oder? Ja, hier geht's nicht weiter. Ne. Also der Tunnel ist in allen Richtungen gesperrt. Vollständig. So, jetzt sind wir allerdings wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, ne? So im Allgemeinen. Hier noch irgendwas zu finden. Hier waren wir schon mal beim Staudamm, aber stimmt, hier sind wir glaube ich gar nicht lang gelaufen. Aber hier gibt es auch gar nichts groß zu suchen, zu finden. Waren wir eigentlich hier schon? Hm. Das ist so blöd. Ich guck mal hier, das sieht doch perfekt aus wie ein Viereck. Seht ihr das? Genau da müsste doch ein Teleporter sein. Wäre zumindest ganz nett. So, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier noch allzu viel finden werden. Da hinten ist auch nur ein Reißer. Der ist mir wieder erstmal scheißegal, was ist da oben für ein Gegner. Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen in Xarkor drin. Ein Hornbullen. Ein Abgang. Oh, nicht schlecht. Hab nicht damit gerechnet, dass er ausweicht. Da hat er mich überrascht. Okay, oder geht's eigentlich ins Nirgendwo? Also eventuell kann man da irgendwie nach da gelangen, aber ich glaube es eher nicht, weil das sieht eher aus wie ein Wasserfall und das heißt, hier haben wir einen großen Höhenunterschied und deswegen gehen wir einfach zurück. Muss ganz simpel auszudrücken. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur nochmal das Haus da und die nähere Umgebung abklären, damit ich ruhigen Gewissens sagen kann, hier waren wir schon, wir können weiter. So, dann fressen wir noch ein bisschen Fleisch auf dem Weg, damit wir... Ich habe gerade ganz kurz einen Moment lang gedacht, dass ich jetzt sterbe. Vom Fallschaden. Beziehungsweise ist denn da unten noch ein Gegner? Lohnt es sich, das herauszufinden? Boah, ich glaube nicht. Oder wo ist denn das? Zeig mal die Karte her. Da unten.
Sieht nach einem Haufen Scheiße aus, also nee, was auch immer das für ein Gegner sein mag. Wir lassen ihn leben. Der interessiert mich einfach nicht. Also auf jeden Fall haben wir den Alp-Außenposten hier dezimiert. Da liegt noch ein Mana-Trank. Guck mal. Das heißt, wir sind jetzt auf perfektem Wege zum nächsten Kommandanten. Also, bis auf den namenlosen Kommandanten, den wir eben umgelegt haben. Geht's jetzt noch zu Bartox. Der muss draufgehen, der Gute. Wenn mich nicht alles täuscht, greifen die uns sowieso direkt an. Also die mit Namen. Da sind wir ja dem ersten in Tavar begegnet, das weiß ich noch. Da habe ich mir erst Sorgen gemacht, dass ich jemanden umgebracht habe mit Namen. Aber der hat mich ja angegriffen, also so viele Möglichkeiten gab es ja da auch gar nicht in der Aktion. Aber, also während der Aktion. Und dann haben wir einen Haufen EP bekommen für unsere Verhältnisse damals. So, gehen wir den längeren Weg außen rum oder den schnellen? Natürlich gehen wir den außen rum, ist doch ganz klar. Denn da werden wir Gegner finden, so wie hier. Und wahrscheinlich sogar einen Kälteschaden bekommen. Oder? Oder ist es einfach nur... Ah. Hm. Ich glaube, wir waren jetzt einfach... Ach so, das war wegen dem Rohr. Okay. Dachte schon, es sollte eine noch unheimlichere Stimmung aufgebaut werden, weil wir uns in Axarkor befinden. Aber das tun wir schon die ganze Zeit. Und das ist ja auch nicht vorgefallen. Nee, da ist ein Auto. Aua. Schneeklauen, dahin sind weitere Gegner. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da hinten noch rund geht. Kommt natürlich darauf an, was es für Gegner sind. Ah, nochmal von den Kameraden. Na gut, die können wir weghexeln. Ah, ein Slugbeast, auch dabei. Aua. Ich weiß, ich hätte auch einfach ausweichen können. Ist mir bewusst. Für die, die sie aufregt. Aber bei den kleinen Viechern passe ich generell gar nicht mehr auf, gefühlt. So, bei dem Kameraden ist es wiederum eine andere Geschichte. Wobei wir gegen die jetzt momentan auch gut klarkommen. Wie gesagt, das sind zum Beispiel so Kameraden, wenn ich einen Schwierigkeitsgrad anhebe, die reißen mir den Arsch auf, und zwar komplett. Aber momentan machen wir den auf jeden Fall schon Damage. Also sehr gut Damage. Ich glaube, genauso viel EP wie so ein Patron. Wahrscheinlich auch ähnlich stark. Würde ich mal schätzen. Wiesenkraut. Aber Slugbeasts haben auf jeden Fall ein cooles Design. Die gefallen mir ziemlich gut. Und dann kloppen wir hier mal wieder ein paar Erzadern weg. In dem Fall Elixidadern. Also das Elixid hat sich ja wahrscheinlich mit der gesamten Planeten so ein bisschen vermischt. Also die Vorkommen tauchen ja überall auf. Also wisst ihr, das war quasi so ein Mineralien-Asteroid oder so, und der ist einfach volle Lotte in die Erde reingedonnert. Und überall haben sich da quasi dann so Mineralien in die Erde abgesetzt oder so, und dann tauchen die jetzt wieder überall auf. Und das ist der Weg wieder hier hoch. Also man kann quasi einfach nur noch da unten ein paar Schneeklauen töten und ein Slugbeast. Und dann kann man hier auch den eigentlichen Pfad dann gleich wieder aufnehmen. Und den Bartox töten. Noch mehr Elixid. So. Ich muss sagen, ein weiterer Vorteil hat es aber auch, wenn man das aufspart mit den Fraktionen. Und den Hauptquests. Ein weiterer Vorteil ist, dass man in allen verschiedenen Fertigkeiten natürlich mehr skillen kann. Und umso öfter können später oder also früher oder später auch dann Dialogoptionen gewählt werden, die man vielleicht nicht hätte wählen können, wenn man die entsprechende Fähigkeit nicht hätte. Also wisst ihr, was ich meine? Manchmal braucht man ja Persönlichkeit 10 oder Handwerk 15 oder Kampf 20.000 oder. Ey, wisst ihr, was ich meine? Ja, was weiß ich, Kampf 4, Kampf 5. Persönlichkeit 6, und das haben wir ja meistens noch gar nicht gehabt bei den Optionen, die uns bis jetzt entgegenkamen. Aber gut, bei ein paar schon, klar, vor allem dann so im mittleren Spielverlauf. Also was heißt mittleren, wir sind ja noch lange nicht fertig, aber ihr wisst, was ich meine, so ab Folge 100 aufwärts. Aber letztens hatten wir, glaube ich, erst irgendwas, da hieß es dann Handwerk 15 oder was war es, Handwerk 20 oder auf jeden Fall war es zu hoch. Und da war dann verkackt.
Langsam, Freund. Boah. Alter Vater. Das ist eigentlich meine Geheimwaffe, du Drecksau. Warum kann ich eigentlich nicht schießen? So, dann lad halt nach. Okay, Kaya hat sich schon drum gekümmert. Die tankt auch gerade gut. Oh, gruselig. Übrigens ein Alp-Soldat. Kein normaler Alp. Lass mich raten, der Typ in dem Flammenwerfer war... Bartox. Das war ja klar. Den brauche ich noch. So. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir ein bisschen Randale da hinten. Alter, sind da viele Gegner. Da geht's richtig rund. Und wir können die Quest abschließen. Bei unserem Kollegen. Halt, bin ich blöd hier, da. Gefährtenquest. Köpfe müssen rollen. Die Quest werden wir dann in der nächsten Folge auch direkt abgeben. Und noch das Haus besichtigen. Ihr wisst genau, welches Haus ich meine. Da, wo wir dachten, keinen Zutritt zu haben. Optimal würde ich allerdings hier irgendwo in der Nähe noch einen Teleporter aktivieren, wenn es möglich ist. Das wäre optimal. Ansonsten machen wir in der nächsten Folge hier gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.